Kirschen und du erzählst. Los, fang an! Die Mittagspause ist vorbei. Und der kleine König... Ruhe! Bin noch beim Nachtisch. Gleich habe ich alle Kirschen weggeputzt. Schade. Wie schön wär's doch, wenn ich meinen eigenen Kirschbaum hätte. Ich weiß, wie man einen Kirschbaum macht. Aha, erzähl doch mal. Ich muss diesen Kirschkern nur in die Erde legen. So ganz einfach. Schön gießen und warten. Sehr lange warten. Bis zum nächsten Frühjahr. Ja, ja, mal sehen, ob's schon Wurzeln hat. Hey, das sieht ja noch genauso aus wie vorhin. Der Gärtner braucht Geduld, kleiner König. Zu viel Neugierde ist da eher schädlich. Nur ein bisschen warten, der Baum wird schon wachsen. Ganz sicher wird er das, kleiner König. Und wenn aus dem Kirschkern ein Kirschbaum wird, dann muss das doch auch mit anderen Sachen gehen. Womit denn zum Beispiel? Na, aus dem Apfelkern wird ein Apfelbaum. Aus dem Aprikosenkern wird ein Aprikosenbaum. Was gibt's denn noch? Und aus dem Gummibär wird ein Gummibaum. Ja. Halt! Es war ja fast alles richtig, kleiner König. Aber die Arbeit mit dem Gummibär kannst du dir sparen. Und wie? Wenn ich mir vorstelle, wie viel Geld ich bald spare, wenn ich meine Gummibärchen vom eigenen Baum ernten kann. Überhaupt keins. Denn Süßigkeiten werden in der Fabrik hergestellt. Schau mir nur gut zu. Hoffnungslos. Ich habe nämlich noch ein paar prima Sachen gefunden, die ich auch züchten werde. Sachen, die ich echt gut gebrauchen kann. Eine Murmel, ein Spielzeugauto und einen Groschen. So, wie lange muss ich jetzt wohl bis zur Ernte warten? Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ist das noch diese Woche? Ach, lass dich überraschen, kleiner König. Mit einer unglaublichen Geduld gelingt es dem kleinen König, 10 Tage lang stillzuhalten, ohne die Samen aus den Töpfen zu buddeln. Jetzt will ich aber schnell hin und meine Pflanzen anschauen. Sicher hat sich alles bestens entwickelt. Na bitte, ist doch ein hübsches Gärtchen auf meiner Fensterbank. Nö, das glaube ich nicht. Das kann nicht sein. Da stehen lauter Bäumchen, an denen Süßigkeiten und Spielsachen wachsen. Das gibt es nicht. Das kann es gar nicht geben. Ja, ja, ich habe das grüne Händchen, wie man unter uns Gärtnern sagt. Es ist ein Wunder. Oder ein Trick. Hey, was versteckst du da hinter deinem Rücken, kleiner König? Ein König versteckt grundsätzlich nichts, was man sehen soll. Zeig mal her, kleiner König. Och, ist nur so eine Tube Klebstoff. Klebstoff? Naja, ich habe also jeden Tag heimlich nach meinen Blumentöpfen gesehen und gar nichts ist passiert. Nichts. Da habe ich mir vom Gärtner so kleine Bäumchen gekauft. Und lauter Sachen dran geklebt. Dann ist das ja alles kein Wunder. Doch. Wunderbäume sind es schon. Von wegen. Doch, es sind Wunderbäume, weil sich jeder über sie wundert. Das waren ja so schöne Bäumchen. Ja, schöne falsche Bäumchen. Also, ich könnte wirklich wieder mal so ein paar Spielzeugautos gebrauchen. Am besten pflanze ich mir gleich mal eins ein. Nein, kleiner König, hallo. Hast du schon wieder alles vergessen? Deine Autos am Bäumchen in der Geschichte, die hattest du nur angeklebt. Ja, ja, schon, aber nur, weil es damit schneller ging. Nein, du weißt ganz genau, dass Autos nicht an Bäumen wachsen. Weil da wächst nur Essbares? Schon besser. Denk mal nach, was wächst wirklich im Garten und was nicht? Och, das ist leicht, das weiß ich. Kirschen wachsen am Baum. Ja. Und Äpfel wachsen da auch. Genau. Und Birnen und Pflaumen. Richtig. Und Würstchen. Nein, Würstchen natürlich nicht. Wieso nicht? Würstchen sind doch essbar. Ich glaube, so einen prima Baum werde ich mir auch pflanzen. Kleiner König. Und einen Gummibärbaum und einen Spielzeugbaum will ich auch.
Nicht aus jedem Ding kann ein Baum werden. Das klappt nur mit Samen. Und wie kannst du feststellen, ob du einen lebendigen Samen hast? Ah, das weiß ich. Ich muss ihn in die Erde legen und gießen. Genau. Was passiert, wenn dein Kirschkern lang genug in warmer, feuchter Erde liegt? Er wächst. Richtig. Man sagt, er beginnt zu keimen. Der Kern bricht auf und ein Stängel mit zwei Blättchen schiebt sich heraus ans Licht. Die Energie im Kern reicht gerade für diese zwei Keimblätter. Die werden an der Sonne grün und zusammen mit Wasser, Sonne, Wärme und Luft kann der Keimling in der Erde zum Kirschbaum wachsen. Hohoho, das ist ja toll. Klappt das auch mit meinen Spielsachen? Du hast im Sommer einen kleinen Eisenbagger im Garten verloren und ihn sehr viel später gefunden. Weißt du noch, wie der aussah? Ja, die Farbe war abgeblättert und er war ganz braun und verrostet. Genau. Und, ist er gewachsen? Nö. Die Räder und das Lenkrad sind sogar weggebröselt. Ja, na schön, das klappt wohl nicht. Schade. Ah, bestimmt funktioniert's mit einem Würstchen besser, denn das ist ja essbar, wie die Kirsche. Ja, aber es ist nicht lebendig. Es besteht aus Schweinefleisch. Aha, na schön, dann wachsen eben keine Keimblätter und all das, aber es kriegt vielleicht trotzdem Junge? Was wird mit einer Wurst, wenn sie lange in der Erde liegt? In diesem Topf habe ich vor kurzem eine vergraben. Schau mal nach, wie sie jetzt aussieht. Neugierig buddelt der kleine König die Wurst frei. Die riecht schon ein bisschen streng, obwohl von der Wurst selbst nicht mehr viel übrig ist. Doch um sie herum wuselt es sehr lebendig in der Erde. Juhu, na bitte, es hat geklappt. Guck mal, wie viele kleine Babywürstchen sie schon gekriegt hat und wie fröhlich die da alle rumzappeln. Oh, putzi, 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 ja, ihr müsst groß werden. Dann lade ich euch zum Grillen im Schlossgarten ein. Also, kleiner König, was da zappelt und krabbelt, das sind keine Würstchen. Keine Wurstbabys? Was denn sonst? Es sind Würmer und Maden. Würmer? Genau. Und die fressen mein Würstchen auf? Kid, wie sind die denn da reingekommen? Die Schleimer. Tja, wo es Essen gibt, finden sich auch Abnehmer. Also sowas. Dann war das ja leider auch nix. Der kleine König ist nun schon etwas eingeschnappt. Hast du es jetzt verstanden, kleiner König? Der kleine König denkt scharf nach. Was habe ich verstanden? Dass die Kirsche etwas kann, was Auto und Würstchen nicht können. Also, ich glaube schon. Der Kirschkern wächst, wird ein Baum und kriegt ganz viele Früchte, aus denen neue Kinderbäume werden können. Und das nicht irgendwann mal. Der Kirschbaum weiß jederzeit, was er zu tun hat. Wirklich? Wie sieht ein Kirschbaum denn im Winter aus? Na, ratzeputz, leer und kahl. Da hat er keine Blätter. Genau, die hat er abgeworfen, damit die Blätter und Blüten nicht erfrieren. Er hält Winterschlaf, weil es in dieser Zeit auch nicht viel Sonne oder Wasser gibt. Und was passiert als erstes, ehe der Frühling richtig anfängt? Dann kriegt er viele so eine kleine Knubbel. Das sind Knospen. Mhm. Sie sind ein Zeichen dafür, dass der Baum wieder zum Leben erwacht. Ja, aber danach wird er ganz weiß und alles ist voller Blüten. Dann ist er so schön. Die Bienen finden das auch, kleiner König. Sie werden angelockt. Ja, die möchten gern das Honigtröpfchen aus den Blüten naschen. Aha, das weißt du also. Ja, beim Naschen, da kenne ich mich aus. Ja, das ist wahr. Und wieso verschenkt der Baum solche Naschereien? Die Bienen mit ihrem Buschelpopo befruchten die Blüten. Ja,
Sie verteilen männlichen Blütenstaub auf die weiblichen Stempel in den Blüten. Und nur so entwickelt sich eine Kirsche. Zur Fortpflanzung gehören eben immer zwei. Aber die Kirschen sind zuerst noch ganz grün und schmecken nicht. Erst im Sommer sind die Kirschen schön rot und lecker. Warum macht der Baum das? Damit ich sie futtern kann. Denk an den Kern in der Kirsche. Das ist der Samen. Der ist sehr hart, damit er nicht verdaut wird, wenn die Vögel die Kerne mit den Kirschen zusammen verspeisen. Hä? Die fressen dann meine Kirschen? Sie lassen dir schon genug übrig, kleiner König. Im Fliegen verstreuen die Vögel die Kirschkerne dann mit ihrem Vogeldünger, damit auch an anderen Plätzen Bäume wachsen. Dann pupsen sie die Kerne durch die Luft, damit sie blub, blub, blub auf der Erde landen. Wie Marsmenschen aus dem Raumschiff. So ungefähr. Ich werde das mit Piepsi mal ausprobieren und heb eine Kirsche für ihn auf. Und mit Piepsis Kirschkern geht dann alles wieder von vorn los. Und aus dem Kern wird immer wieder ein neuer Baum. Sowas. Und all das weiß der winzige Kirschlikern, ohne dass er in die Schule gehen muss? Ja, der Kirschkern trägt einen genauen Bauplan in sich, mit einem inneren Wecker. Er weiß, wann es Zeit ist zu blühen oder Kirschen wachsen zu lassen oder die Blätter im Winter abzuwerfen. Mein Auto hat aber auch einen Bauplan. Ja, das ist wahr. Aber wer besitzt diesen Bauplan? Doch nicht das Auto selbst. Nicht. Das Auto besteht aus Metall und aus Plastik. Es hat Schrauben und man kann es auseinandernehmen. Der Bauplan dafür liegt bei dem, der es zusammengesetzt hat. Beim Hersteller in der Fabrik. Und der Plan, wie man das Würstchen macht? Den hat der Metzger. Ah, und das Rezept für die Himbeermarmelade ist bei Tante Röschen. Ja, aber wer hat dem Kirschkern seinen Plan geschrieben und ihm das alles beigebracht? Das ist die Frage aller Fragen. War es der liebe Gott? Oder hat's der Kirschkern ganz allein gelernt in vielen Millionen Jahren? Ich glaube fast, der Kirschkern ist genauso schlau wie wir beide. Der kleine Butzelknopf. Das denkt man nicht, das denkt man nicht. Aber eins ist wirklich schade, dass ich von meinen schönen Sachen gar nichts wachsen lassen kann. Nicht mal das Essbare. Wenigstens die Gummibärchen. Vielleicht geht's als Familie besser. So, du bist die Mama und du bist Papa. Ihr habt euch ganz doll lieb. So, nochmal so bussi, bussi. Ja, und jetzt kriegt ihr mal Junge, ja? Fortpflanzen können sie sich nicht, kleiner König. Das verspreche ich dir. Ein Gummibärchen besteht aus Gelatine, Zucker und Aroma und ist ja nur eine Art Bonbon. Ach so. Ja, aber ein bisschen was können sie doch. Du kannst die Gummibärchen wachsen lassen, kleiner König. Probier es aus. Leg deine Gummibärchen in ein Schälchen mit Wasser. Das macht der kleine König. Und? Es klappt tatsächlich. Juhu, ja, jetzt habe ich mehr als davor, weil sie größer sind. Und doppelt groß ist doppelt lecker. Naja, vielleicht werde ich ab jetzt königlicher Gummibärvergrößerer. Oho. Also ich finde, eigentlich ist das ja auch schon fast ein Wunder der Natur. Gleich mal kosten. Was ist denn das? Die schmecken ja scheußlich, total glibberig. Tja, groß ist eben nicht automatisch besser. Meine anderen Gummibärchen lasse ich aber nicht wachsen. Sollen die mal schön so bleiben, wie sie sind? Dann werde ich doch lieber Kirschenzüchter. Denn Kirschen sind so lecker. Sehr vernünftig, kleiner König. Oh Schreck, jetzt habe ich den Kern mit verschluckt. Ist das schlimm? Ach was, überhaupt nicht. Doch,
Der kleine König rennt hinaus und als er zurückkommt, hat er grüne Blätterbüschel an den Ohren. Guck mal, mit den Blättern fängt's an und bald wachsen mir Kirschen aus den Ohren. Kaum und schon gar nicht an Petersilie. Wenn du Kirschen willst, mach es wie Piepsi und pflanze einen Baum, wenn der Kern wieder aus dir rauskommt. Ja, das geht auch. Gleich morgen mache ich ein großes Kirschgeschäft im Schlossgarten. Besorg dir lieber beim Gärtner einen kleinen Baum. Dann geht's sogar ohne Ankleben schneller. Na schön, dann gehe ich wieder mal zum Gärtner. Hauptsache, ich kriege bald meine eigenen Kirschen. Und vielleicht hat er ja auch Kirschkuchenbäume oder Kirschsaftbäume und Kirschbonbonbäume. Jetzt lass aber mal die Kirsche im Dorf, kleiner König. Na, dann züchte ich die vielleicht selber. Irgendwann. Also ich würde mich gar nicht wundern, wenn das klappt. Lalalala. Ich bin eben das Königswunderkind mit dem grünen Händchen. Mit mir ist gut Kirschen essen. Oh, mit solchen Talenten kannst du eine eigene Baumschule eröffnen. Genau. Ich bin eben ein echter Wunderbaummeister.